So, liebe YouTuber, liebe Casual Gamer, liebe Abonnenten, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Let's Play Assault Fleet. Vielleicht die letzte Folge, wer weiß, je nachdem wie gut ich bin oder wie schlecht ich bin. Ich habe letzte Folge hier ganz viele Ressourcen übrig gehabt. Woohoo! Und die setze ich jetzt dazu ein, mir hier diese beiden Schiffstypen zu kaufen, den Stinger und den Cruiser. Cruiser, ich glaube Cruiser spricht man es aus. Kreuzer, also Sternkreuzer und... das ist so ein Kamikaze-Schiffchen. Das fliegt quasi auf die Gegner zu und macht Boom. Eigentlich ziemlich witzig. Funktioniert natürlich nur gegen Schiffe, die sich nicht so schnell drehen. Also gegen Artillerie funktioniert es ganz gut und gegen die Kreuzer. So, geht hier ab? Das ist momentan, also das ist Level 8 jetzt. Das geht eigentlich. Dann schicken wir hier mal zwei Panzer und eine Artillerie ins Rennen. So. Und tun in der Zwischenzeit mal ein bisschen bohren. Und hier bohren. Ah, das ist fantastisch. Ja, kommt nur alle zu mir! Ich werde euch vernichten. Euren Planeten in 1000 Fetzen schießen. So, jetzt ist der Panzer hier mit etwas im Weg, deswegen kann ich das schlecht scouten. Und der Scout ist im Weg. Jetzt schicke ich den hier rein. Das müsste funktionieren. Und Bora, ich will ja den Planeten. Nee, nicht dahin schießen. Dahin soll ich. Nein! Hier noch ein Bohrer. Okay, jetzt sind keine Gegner mehr da. Das heißt, jetzt sind meine Bohrer auch unnütz, weil jetzt schießen meine anderen Schiffe den Planeten kaputt. Egal. Ich habe mir die zwei teuren Sachen eben kaufen können. Das ist eigentlich wunderbar. Ich könnte mir was für 500 kaufen und ja, ich mache meine Panzer besser geschützt. Das ist definitiv was wert. Gut, schauen wir mal uns Level 9 an. Was geht hier ab? Okay, ganz viel Artillerie da hinten. Und oh, jetzt haben die auch Stinger. Jetzt haben die auch diese Kamikaze-Flieger. Und das ist richtig übel. Und dagegen hilft jetzt erstmal... Erstmal muss man die ein bisschen dezimieren. Und das ist jetzt ein bisschen zeitaufwendig. Ich kann zum Beispiel warten, bis hier in diesem... Also wenn ich einen Bohrer hinschicke... Ah, perfekt, hier zum Beispiel. Da kann ich einen Bohrer hinschicken. Der hat jetzt seine Kosten wieder raus. Und dann war die blöde Artillerie und hat ihn abgeschossen. Egal, da habe ich einen Kamikaze erwischt. So, jetzt erwische ich hoffentlich... Ja, das ist das Geile, ja? Die kosten 50 und wenn sie jetzt zweimal bohren, haben sie quasi ihre Kosten wieder raus. Jetzt sind aber alle Asteroiden weg. Und die haben immer noch hier die Kamikaze-Flieger. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten mache. Momentan hier gegenüber von der Artillerie machen wir mal ein paar von den billigen. So. Und dann Panzer und Artillerie hinzu. Und den schnappen. Noch einen. So. Und vielleicht hier einfach Bohrer zur Ablenkung. Ich glaube, da muss noch ein Panzer, ja. Da muss noch ein Panzer. Und die Artillerie muss man schnappen. Macht mir nämlich gerade meinen Panzer ziemlich kaputt. Ah, das Level läuft gerade nicht so gut. Das läuft gerade nicht so gut. Oh nein, war's das vielleicht schon? Hoffentlich nicht. Okay, jetzt hier geht's wieder. Okay. Nein, ich wollte keinen Heiler setzen. So verdammte Mistkram. Das waren 300 Geld für nichts zum Fenster rausgeschmissen. Oh, fuck. Das Ding hinterher, dann müsste die Artillerie tot sein. Ja, sehr gut. Okay, nein. Jetzt macht der den Planeten kaputt. Das ist aber ärgerlich. Oh, das war eine miese Runde. Das habe ich völlig verbockt. Nicht, weil ich es geschafft habe, ich es trotzdem. Ja, aber hier. Jetzt hat mich sehr viel gekostet. Das war echt mies. Oh, jetzt habe ich sogar unter 1000. Also man kriegt immer 500 am Anfang. Wow. Okay, hier haben wir... Ah, die haben einen Heiler. Das heißt, es ist ganz gut, jetzt hier anzugreifen. Weil dann fliegt der nämlich jetzt weiter und das erste Mal weg. So, dann dreht man... Ach, so. So, wichtig, dass ich das Bohren nicht vergesse. Oh nein, nicht abschießen, bevor der deine Kosten wieder raus hat. Ja. Diesen Asteroiden holen wir uns. Dann holen wir uns den da. Und hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss auch mal einen Highlight zusetzen. Kann ich mir nicht leisten. Ah, kann ich nicht leisten. Oh. Okay, dann muss ich hier mal... Ja, sehr schön. Die haben... Nein, ihr sollt doch nicht den anvisieren! Oh, verdammt, egal, sie lenken ihn ab. So, Bohrer lenkt den Panzer ab. Ja, ja. Oh, ne. Bohrer lenkt den Panzer ab. So, ein paar Bohrer hier. So, da, da, da und... Da. Ja. Ah, jetzt haben wir nur noch die Artillerie, aber das reicht, weil die sind jetzt durch die Bohrer abgelenkt, sodass die Artillerie in aller Ruhe... Ah, ein
Jäger brauchen wir noch. Der Scout. Die Artillerie abzuschießen. Nein, die Artillerie schießt auf den Planeten. Nein! Verdammt! Verdammt! Aber ich habe mehr. Ich habe mich wieder ein bisschen raufgearbeitet. Ich habe jetzt wieder 1,5. Okay. Planet 11. Puh. Also Planet 9 hat es mir echt gerade... Das ist wirklich... Manchmal versaust einen Planeten und danach stoppt deine Invasion. Ja, ihr merkt auch, es zoomt immer weiter raus. Es wird immer kleiner. Und ja, apropos klein, dadurch, dass es natürlich ein Online-Spiel ist, habe ich natürlich hier eine gewisse Verkleinerung. Das heißt, wir haben hier nur ein kleines Kästchen. Und jetzt warte ich auf den richtigen Moment, um hier anzugreifen. Das ist gar nicht so easy, den abzupassen. Ich glaube, ich greife jetzt echt mal hier an, wo die Artillerie ist, um die hier an der Flanke mit dem Scout anzugreifen. Das war zumindest die Idee. Oh nein, Heiler! Scheiben! Gleister. Ja, vorsichtig sein, dass ich hier vor lauter Emotionen hier... Okay. Soweit geht's. Ich muss auf jeden Fall mal bohren. Das vergesse ich manchmal. Hier ist einer, da ist einer. Da ist einer. Und die Artillerie hole ich mal, während ich den hier mit dem Bohrer ablenke. Und noch einen Scout. Noch einen Bohrer. Okay, da sind jetzt Panzer, die kommen. Und... Ah, das ist ein Feind. Okay. Aber der müsste von der Artillerie abgeschossen werden. Ja, die Artillerie ist langsam im Drehen. Das heißt, das ist... Da muss die immer irgendwie festsetzen. Okay. Zwei Panzer haben wir noch. Da, in der Nähe. Komm, schieß drauf. Ja. Und noch ein Schuss. Komm, noch ein Schuss. Okay, da brauchen wir noch einen Scout zur Unterstützung, damit der nicht... Oh. Das war's ja schon. Und nein. Jetzt wird der Planet abgeschossen. Ah. Er ist trotzdem... Ich habe gut was rausgeholt. Aha. Bumm. Bam. Ich könnte mir sowas für 500 kaufen. Unglaublich. Richtig nice. Okay, ein Level spiele ich noch, dann ist auch diese Folge vorbei. Was für 500 kaufen, kostet alles mehr. Also, weiter geht's! Ui! Hoho! Ui. Jetzt hier Sternkreuzer. Und, oh, hier, schnell angreifen. Hier ein Panzer, da ein Panzer, da ein Scout, da ein Scout, da ein Scout, da ein Scout. Und ein Stinger hinterher. Und die Artillerie. Ja, zwei Artillerie zerschossen. So, jetzt haben die auch einen Kreuzer. Kreuzer geht am besten, indem man selber einen Kreuzer hinsteppt und Heilung anbietet. Und jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Jetzt kann ich in der Zwischenzeit ein bisschen bohren. Ich muss es immer so im einen Auge hier behalten. Das Problem ist, die haben Artillerie. Das heißt, ich muss hier... so, was für Dinger. Sehr schön. Oh, wo ist er da noch? Ach, da. Da ist noch ein. Zack, weg ist er. So, ja. Das ist witzig. Er dreht sich jetzt so sehr, dass er gar nicht mehr zum Schießen kommt, der Freund hier. Boom. Okay. Mehr als 1,5. Mehr als 1,5. Lass die Bohrer. Ah, okay, schade. Naja. Okay. Aber ich habe zumindest mein ganzes gehalten. Oh nein, jetzt habe ich auf Spielen geklickt. Okay. Das ist das letzte Level. Ui. Also, das ist jetzt natürlich hier richtig fett. Krass. Wow. Okay, erstmal den hier bohren und die beiden. Noch einen. Boom. So. Wo sind noch Kamikaze-Dinger? Da sind Kamikaze-Dinger. Oh, alter Schwede. Alter Schwede. Okay, ich mache mal hier meinen Angriff. Mit Scout, mit Artillerie, mit noch einem Panzer und mit. Bohren. Mit noch einem Panzer, mit einem Heiler. Ach ja, ich mache das übrigens hier links über die. Zahlentasten, da kann man das auswählen. Ah, da ist ein Kamikaze, sehr gut. Die Kamikaze haben von der KI irgendwie so, dass die vorwiegend die Scouts angreifen. Das ist ziemlich praktisch. Die Artillerie können wir uns mal schnappen. Hier können wir ein bisschen bohren. Da. Da brauchen wir zwei, weil die sonst abgeschossen werden. Da kann man bohren. Hier der Hauptangriff hier, der funktioniert eigentlich gerade blendend. Was ich gleich wohl machen muss, ist hier die Artillerie schützen. Da ist noch ein Bohrer mit einem Scout. Und hier ist noch ein Asteroid. Okay, gleich macht's Bumm. Okay. Wow. Ah ja, das war eben gerade zum Schluss, wo dir noch was abgeschossen haben, mir noch Punkte beschert. Okay, ich habe mich wieder hochgearbeitet. Ich bin wieder auf 2000. Nice, nice, nice. Okay. Ja, das war auch schon die zweite Folge von Let's Play Assault Fleet. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch bisweilen und
Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es werden. Es kann durchaus sein, dass ich nächste Folge schon sterbe. Also erfahrungsgemäß komme ich, wenn ich Glück habe, bis Level 20. Ja, jetzt haben wir Level 13, also vielleicht sind wir nächste Folge tot. Wir werden es sehen, wir werden es nicht sehen. Ihr dürft live dabei sein. Also, meine Lieben, dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Tschüss.